Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, wir starten heute hier zum Sonntag meine neue Aufnahme. Ich glaube, mit denen könnten wir auch gleich weitermachen, aber wir werden vorsichtshalber erstmal alle Fahrzeuge durchgucken, denn ich denke mal, wir hatten genau den hier schon hergefahren. Hier wollten wir ja Vorgewende machen. Dann müssen wir zusehen, dass die Sämaschine hier drüben auf Feld 2 kommt. Raps können wir noch verkaufen. Ich glaube, das sind so grob die Aufgaben, die wir noch hatten. Also wie viel Vorgewände man mit dem Gerät hier braucht, ich denke mal so 3 oder 4 sollten wir schon machen. Ja, und dann warten wir eigentlich dringend drauf, dass unser Soja hier erntereif wird. Einmal hier oben Feld 14 und dann halt Feld 5 noch, ne? Die Vorgewände werden wir hier gleich da bleiben, dass wir den dann auf lange Bahn schicken können. Da oben steht auch noch der Düngerstreuer rum, was wir ja nicht mehr düngen können. Dann ist noch ein bisschen Aufräumen angesagt. Und dann werden wir mal wettertechnisch gucken bei Seasons. Eigentlich sieht es gut aus, dass wir das auf alle Fälle noch dreschen können. Muss man ja wirklich so sagen, ne? Das ist dann nicht, dass die Ernte mal ins Wasser fällt hier. Ich glaube, 3 Vorgewände reichen, dann können wir den da drüben gleich losschicken. Ja, wie gesagt, bei den Tieren bin ich mir ziemlich sicher, dass Schweine Sturm sind, auf Deutsch gesagt, weil wir hatten nicht bloß kleine Schweine. Da müssen wir, nach den Tieren müssen wir eigentlich viel öfter gucken. So, er kann jetzt hier fahren, unten müsste hinkriegen, weil da ist nur Wiese. Dann nehmen wir den hier direkt auch gleich mit. Und stellen hier schon mal um auf Gerste, denn oben wollen wir ja Gerste machen. Brauchen wir natürlich oben an dem Feldende auch Vorgewände. Auf der anderen Seite hier brauchen wir wieder keins. Wie gesagt, das ist jetzt 3. Tag Herbst, wenn man sieht, die Bäume verfärben sich schon. Die Blätter jedenfalls, die Bäume nicht. Ne? Ja, Gras werden wir nicht nochmal ernten können.
Ja, Düngerstufe kriegt man eine neue drauf. Wir hatten ja vorher eben gekalkt. Das funktioniert erstmal soweit. Da muss dann sozusagen nur noch einmal dann im Frühjahr gedüngt werden. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber wie üblich das Unkraut, ne? Ich hoffe mal, dass der Helfer dann nachher hier so zurechtkommt mit denen, was wir ja als Vorgewende fahren. Gleich nochmal hier lang. Nach runter wieder zurück. Dann haben wir drei Vorgewände und das sollte dann auch reichen. Nur angesät und 5 Minuten später steht schon Unkraut drin. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, wenn wir wirklich spritzen sollten, dann müsste man ja auch relativ zeitig spritzen. Denn wie gesagt, wenn es so richtig gewachsen ist, sieht man ja gar nicht mehr, wo man spritzt. Das ist. So, nehmen wir die Bahn noch hier nach vorne und dann haben wir hier lange Bahn und dann kann er anfangen. Gucken wir mal, wenn ihr euch das nicht schafft, müssen wir halt nacharbeiten. Das ist so. Dann hier viel Spaß. So, gucken wir mal, was hier unser Flug macht. Oh, der kommt auch ganz gut voran hier. Also riesig ist ja auch das Feld nicht. Das ist nur halt, wenn der Kartoffel ein anderer bis zwei rein nimmt, ne? Braucht er halt ewig.
So, da können wir den Drescher schon mal hochfahren zu Feld 14. Ja, was wir hier auf den schönen leeren Platz bauen, das weiß ich auch nicht so recht. Den hier nämlich hochgefahren haben, da können wir dann unseren Düngerstreuer mit runternehmen. Eigentlich müsste man ja noch Raps verkaufen, ne? 1697 ist immer noch als große Nachfrage. Den können wir erstmal einfach hier stehen lassen. Ne, wir gucken erstmal die Fahrzeuge, noch die restlichen durch. Ja, hier steht nämlich schon einer, den nehmen wir gleich mal zurück mit zum Hof. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir über den ganzen Winter machen. Ne? Silage ist ja auch noch reichlich drin, ich meine, da können wir auch noch was davon verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie weit unser Anderspunkter-Silo unten ist. Das hat man aber schon abgedeckt, oder? Doch, das hat man abgedeckt. Also abgedeckt war es, das liegt ja auch nicht lange drauf. So, dann kommt er ja mit zurück zum Hof. Wir haben es jetzt 13.46 Uhr angehen. Vielleicht sollten wir auch die zweite Sämaschine noch mit ansetzen. Aber eigentlich ist das doch egal, ob wir jetzt hier eine oder zwei Wachstumsstufen haben, denn es ist doch bestimmt gleichzeitig anreif alles.
So, der kann erstmal so wie er ist eigentlich in der Garage. So, genau, das ist hier unser T8. Da müssen wir mal hier alles durchreparieren. Ja, und durch den Regen ist es sauber. Haben wir es noch wieder so richtig schön festgefahren. Ah, ich glaube, beim letzten Mal hat man den Schleppschlauch früh mit abgestellt, oder? Ja, gut, lassen wir halt. Dann lassen wir mal ein Fass dran. Und dann gilt es auch noch, die ganzen Ballen einzusammeln, die liegen ja auch noch dort. Steht zu viel rum auf dem Hof, kommt man nicht vorbei hier überall. So, die Gerste ist ja schon eingestellt hier an der Sämaschine und da kann ich die hier auch nicht ansehen. Da denke ich mal, da schaffen wir das auch vor der Nacht. So, dann würde ich auch meinen, dann sehen wir uns heute Sonntag wieder. Ne? Wie gesagt, heute ist Sonntag, gibt es 16 Uhr noch eine zweite Folge. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.